Heute ist morgen und morgen ist heute. Einen wunderschönen guten Tag. Hier bei Mass Effect 3. Keine Mails. Mensch, was ist denn hier los? Jetzt seid alle eingeschlafen oder wie? So, heute kommt mal eine größere Aufgabe auf uns zu. Vermute ich mal ganz stark. Also hier ist auch nichts weiter an Newton. Nee. Raus hier. Ab zum Massportalsprung. Wir werden mal hier das Artefakt. Proteanisches Artefakt beschaffen. Genau, hier müssen wir hin. Utopia. 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 Hey. Sion. Komm mal hier. Scanner starten. Und. Proteanische Datendateien. Oh, mal einer. Nehmen Sie wohl. Oh, da ist hier ist noch was, weil wir haben hier nur 50%. Oh, das dauert immer ewig, bis ich wieder. Ah. Ach, hier ist bestimmt wieder. Eine Zapfsäule. Ja, 200 Einheiten. Jetzt habe ich wieder 1000. Yay, ich habe Geld gespart. Oh, Asgard. Ja, aber das machen wir noch nicht. Wir gehen fahren, fliegen nach Eden Prime. Haben wir ja auch noch. Durch den ersten Teil. Und das brauche ich auch nicht vorlesen, denn wir wissen, was da abgeht. Los geht der Peter. Also. Ich muss mit, okay. Naja, was nehme ich hier wohl mit? Gibt es hier keine nackte Einstellung hier? Nimm ich mal das mit für ihn. Das war ich nicht. Kaidan, Hand vor Mund. Nom. Na hier. Haben will. Yay. Muss ich doch gedrückt halten, oder? Wollte ich sagen, verwirren müssen sie erst die Upgrades für die Ränge darunter durchgeführt haben. Hä? Rang erwerben. Ah. Oh, jetzt. Oh, ihn habe ich noch. Shit, reicht nicht mehr. Mist. Was ist denn hier mit Kaidan? Hm. Den kriegen wir auch nicht. Eden Prime. Hier hat alles begonnen. Hier hat der Proteaner-Sender ihnen die Vision gegeben, die uns vor den Reapern gewarnt hat. Wir haben viele Leute verloren, als Saren und die Geth angegriffen haben. Ja, und jetzt ist Cerberus hier und die Kolonisten von Eden Prime werden wieder angegriffen. Ich erinnere mich an Eden Prime. Naja, klar. Scheint länger her zu sein als nur 3 Jahre. So viele Erinnerungen. Jenkins und diese verdammte Geth-Drohne. Und Niles. Wir erinnern uns hier unten an viele. Selbst wenn wir diesmal nicht gegen die Geth kämpfen. Ey, sag mal, ich weiß ja, was da unten passierte. Ich hab zwar eine neue Haarfarbe und eine neue Frisur, aber deswegen ist ja mein Hirn nicht weggeschnippelt. Oder neu. Oder so. Oder lost. Die sind immer noch bei mir, Mensch. Nicht viele haben mir von Anfang an den Rücken gedeckt. Danke fürs Kommen. Ja. Ich wollte das hier nicht verpassen. Cerberus hat Eden Prime schwer getroffen. Das Ganze war ihnen eine Großoffensive wert. Es gibt woanders noch Überlebende, aber alle Kolonisten in der Nähe der Ausgrabungsstätte wurden getötet. Konzentriert auf das Artefakt. Das verdienen sie nicht. Ich weiß. Die Allianz hat versucht, Kolonisten zu evakuieren. Aber Cerberus kam so überraschend. Wenn wir Überlebende finden, tun wir, was wir können. Was ist mit dem Artefakt? Ist es vielleicht ein Teil des Siegels? Die Allianz hatte keine Details darüber, was Cerberus genau gefunden hat. Ich weiß, dass weitere Informationen über den Katalysator wünschenswert wären, aber darauf können wir nicht zählen. Ich bringe sie so nah wie möglich an die Ausgrabungsstätte ran. Wir werden mit Sicherheit entdeckt, aber ein paar Minuten haben sie. Verstanden. Oh, Heili.
Also gut, alle zusammen. Bereit machen. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte, bevor Cerberus weiß, dass wir hier sind. Alles verlassen. Mal sehen, ob wir die Ausgrabungsstätte finden. Ja, ich muss einmal umgucken. Das war früher eine wunderschöne Kolonie. Oh ja. Die Kolonisten kamen nach dem Angriff durch Saren und die Geth zurück. Sie werden wieder zurückkommen. Ich bin auf Schiffen aufgewachsen. Wenn man eins verliert, kann man immer auf ein neues ziehen. Aber die Erinnerung bleibt trotzdem. Ja, die können ja auch bleiben. Da gehen aber da gehen. So, hier können wir wieder was Schönes bergen. 3000 Credits. Muni. Medikit. Kaffee. Oder nee, das war ja Schnaps. Ja. Terminal untersuchen. Verarbeitungsupdate. Wir haben weitere arbeitsfähige Männer und Frauen aus den befriedeten Gebieten geholt. Mein Gott. Die meisten Kolonisten akzeptieren die Geschichte, dass sie harte, aber ungefährliche körperliche Arbeit in einem Cerberus-Forschungslager auf der anderen Seite des Planeten leisten müssen. Und seit wir als Lohn die Essensration erhöht haben, gibt es auch kaum noch Beschwerden. Halten Sie diese Geschichte so lange wie möglich aufrecht. Wir haben zu wenig Leute, um die ganze Kolonie zu kämpfen. Und wenn diese Familien wüssten, dass sie ihre Söhne und Töchter nie wiedersehen würden, sie mit Sicherheit nicht mehr kooperieren. Shepard, diese Cerberus-Daten könnten den Kolonisten helfen, die in anderen Teilen von Eden Prime noch am Leben sind. Wie? Ich kann diese Infos an den Widerstand von Eden Prime übermitteln. Vielleicht helfen sie ihnen, Cerberus zurückzuschlagen. Ja. Gut, dass ich hier durchgegangen bin. Okay, gehen wir als erstes hin. Hier anscheinend. Dort ist der Aufzug runter zur Ausgrabungsstätte. Okay. Gut, jetzt können wir herausfinden, was sie entdeckt haben. Aha. Naja, dann. Bei der Göttin, das kann doch nicht sein. Das ist kein proteanisches Artefakt, sondern ein Proteaner. So wie die Leichen, die wir auf Ilos gefunden haben? Ja, aber dieser Proteaner lebt noch. Sie haben recht. Das kann nicht sein. Das in den Archiven auf Ilos waren proteanische Stasekammern, die nur wegen Energiemangels nicht funktioniert haben. Cerberus hat das in einem unterirdischen Bunker gefunden, mit Energie. Er liegt seit 50.000 Jahren in Stase und wartet auf uns. Wir könnten so viel lernen. Oh ja, das interessiert mich. Was können Sie mir über Proteaner erzählen? Das Volk, nicht die Technologie. Sie wissen durch den proteanischen Dechiffrierer vermutlich genauso viel über sie wie ich. Das Proteanerreich umspannte die Galaxie. Sie haben viele Spezies unterstützt, damit sie sich der galaktischen Gemeinschaft anschließen konnten. Unterstützt? So wie die Salarianer die Kroganer aus der Steinzeit geholt haben? Ja, den Ausgrabungsstätten auf dem Mars oder hier auf Eden Prime zufolge wollten die Proteaner, dass andere Spezies dazulernen. Sie waren sehr an Wissen, Wachstum und Zusammenarbeit mit dem Rest der Galaxie interessiert. So wie Sie das beschreiben, klingt das sehr nach den Asari. Meine eigene Wahrnehmung ist natürlich etwas verfälschend. Aber was die Proteaner auch waren, ein lebendes Exemplar ist eine unfassbare Gelegenheit. Mit ihm könnten wir das Proteanergerät fertigstellen. Das hoffe ich. Wenn ein einzelner Proteaner in Stase versetzt wurde, könnte er der führende Wissenschaftler seiner Zeit sein oder der weiseste Ratgeber. Cerberus hat die Kapsel beim Ausgraben beschädigt. Die Lebenszeichen sind instabil. Dann holen wir ihn raus. Nein, das würde ihn töten. Wir brauchen das Befehlssignal, mit dem der Stase-Modus beendet wird. Außerdem müssen wir die Kapsel aufbekommen, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Cerberus wollte in den Laboren in der Nähe die Funde von der Ausgrabungsstätte erforschen. Da sollten wir anfangen. Ja, doll. Oh. Da sind sie! Immer diese Zeballer, aber ich brauche mal eine andere.
Mann, ich brauch die da. Genau, die brauche ich. Oh. Ah, schlaf schön. So. Also gut, Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Ja, ja, aber erstmal hier schön alles durchsuchen. Den Gewinner sowieso meistens immer. Ah. Truppeneinsatz-Update. Schwerer lokaler Widerstand in Süd- und West-Aktion der Kolonie. Wir haben die meisten unserer Truppen zur Unterstützung aus dem Norden abgezogen. An alle verbliebenen Kräfte im Norden, setzen Sie die Standard-Patriolen fort, um die Illusion einer starken Präsenz in dem Gebiet zu wahren. Wenn die Einheimischen wüssten, dass wir unterbesetzt sind, könnten sie erhebliche Schaden anrichten. Noch mehr Informationen, um den Kolonisten zu helfen. Je mehr wir finden, desto besser wird ihre Chance. Deswegen geht ihr auch durch, Freundin. So, dann klauen wir noch ein bisschen Geld. Oder sagen wir mal Credits. Dann mal hier runter. Ich sag mal. Was mache ich denn da? Hallo? Ist so was? Warte mal, 5. Muss ja nicht aufbauen. Was verkackt? Na mal, ich hab da was hingeworfen. Ich glaube, wir müssen da weiter. Kann das sein? Eigentlich dachte... Halt. Versuchen. Widerstandsinformationsupdate. Wir haben eine Nachricht von unserer Quellen in den Widerstandsbewegungen von Eden Prime erhalten. Morgen Abend zwischen 22 Uhr und 23 Uhr wird es einen Angriff auf unser Sicherheitszentrum geben. Sie ziehen dazu Kräfte aus der ganzen Kolonie zusammen. Eine perfekte Gelegenheit für uns, ihre Führungsebene auszulöschen. Sobald der Angriff zurückgeschlagen ist, lassen sie Dr. William Kambiata entkommen und feuern ein paar Schüsse knapp daneben, damit es realistisch aussieht. Er hat uns gute Informationen gegeben und mit etwas Glück sehen die Bewohner in ihm einen tollkühnen Helden, weil er als einziger der Cerberus-Falle entkommen ist. Vielleicht ernennen sie ihn sogar zum Anführer. Perfekt. Mit diesen Informationen hat die Widerstandsbewegung von Eden Prime eine echte Chance, Cerberus von ihrer Kolonie zu vertreiben. Richtig. So sieht's aus. Oh. Happy, happy. Hier nochmal. Genau, hier habe ich nämlich noch nicht. Ich weiß, dass ich da lang muss. Ich bin ja nicht von gestern. Trotzdem. Kukan. Guck mal. Allianz. Sie wurden niedergeschossen, während sie sich bei ein paar Drinks das Spiel angeschaut haben. Ich würde mich lieber durch eine Cerberus-Basis kämpfen. Hier hat jemand gewohnt. Hallo, na? Och Mann, ey, muss man hier mal schießen hier? Ich will jetzt weitermachen. Hey, wie komme ich jetzt hier raus? Hä? Ach so, ich muss hier. Ach so. Nochmal. Hä? War Teammitglieder überwunden? Na du? Oder ihr? Ah, naja.
Deine Muschi-Bomben hier. So. War ich hier schon drin eigentlich? Oh, hier sieht überall alle gleich aus. Ja, ich glaube ja. Ja. Na gut, ne? Die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um das Signal zur Deaktivierung der Stase zu finden. Naja. Hier müssen wir jetzt rein. Hallo. Ich hätte nie gedacht, dass unser Reich fällt. Wird es nicht. Wir schlafen, bis die Reaper in den Orkusnebel zurückkehren. Dann erheben wir uns Millionen stark. Für das Reich. Für das Reich. Ab in ihre Stase-Kapsel. Victory, schicken Sie das Stase-Bereitschaftssignal an alle Lebenskapseln. Und die Flüchtlinge, die den Bunker noch nicht erreicht haben? Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Die Kollektoren. Ich habe das Signal. Sie haben das verstanden? Sie nicht? Nein, ich habe nur Rauschen gesehen. Cerberus hat versucht, es zu verstehen, ohne Erfolg. Der proteanische Dechiffrierer, den Sie auf Pheros erhalten haben. Dadurch sehen Sie die Bilder so wie ein Proteaner und verstehen Ihre Sprache. Wie auch immer, ich habe das Video gesehen. Und Ihr Signal. Perfekt. Dann müssen wir nur noch rausfinden, wie man die Kapsel öffnet. Ja, wieso auf einmal die Maske da hatte? Übrigen Kapseldaten finden. Oh je. Ah. Wo haben wir denn die... Hier, ne. Kapseldaten, die. Ja, der Wunder ruft mal weiter hier. Oh, ey. Ich glaube, wir müssen hier wieder zurück. Oh Gott, ey. Hier. Da vielleicht. Ja. Oh, ja. Oh, hier geht's auch weiter. Oh, ja. Der Schnicke. Die
Wie viele haben wir verloren? Die Reaper haben ungefähr 300.000 Lebenskapseln zerstört. Ein Drittel unseres Volkes. Alarm! Nordstadt kann nicht dicht gemacht werden. Feinde entdeckt. Dann alle Kräfte nach Norden! Haben Sie das auch verstanden? Ja. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Ja, dann müssen wir wieder zurück zu der Kapsel, ne? Aber dann werden wir bestimmt wieder... Na klar. Ihre Verstärkung ist da. Ah ja, die kam ich mal am Po. Oh, die mit ihrer... Hat. Gut, dann machen wir mal die Leiter hoch. Schauen, ob wir hier drüber. Ja, kann man. Oh, kann man nicht mal in Ruhe hier runterklettern? Wow. Sehr dolle. Geh weg! Sehr gut, Freunde. Oh, ich war erschrocken. Ah, oh, Schnuffelpuffel. Geh schlafen. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Die wollen uns echt... Die wollen uns echt... Ach, ich brauche hier unbedingt mal... Ach, geh weg da! Hä, wo ist denn der? Ah! Ruf doch mal! So, alle, die mehr Ertrag war hier. Na gut. Da war eine andere Waffe. Warum machten die nichts? So, oh, Cerberus Illusion. Wir müssen einen Override finden, damit wir die Brücke ausfahren können. Zeit. Suchen wir einen anderen Weg rüber. Oh, das schon wieder. Einen anderen Weg zur Kapsel finden. Vielleicht hier durch? Ja. Oh Mann, warum muss ich immer so viel suchen? Hier vielleicht. Nee, hier ist falsch. Oh Gott. Mann, hier ist Glas! Komm ich denn hier durch? Ich hab ein Geräusch. Wo kommt ihr denn her? Ach so, da. Hä?
Na los, kletter doch mal. Oh, Junge. Da ist die Kapsel. Wo kann man denn am besten rüber? Mein Gott. Hab doch keinen Plan. Kapsel, komm mal her. Ich kann ja hier runter. Lol. Ja, denn die Leiter hoch. Hopp. Oh. Nur schon wieder. Achso. Ach. Sag mal. Unter. Absolut, ich komme. Hier bin ich. Genau. Steh auf. Ich übermittle das Signal. Perfekt. Es wird ein bisschen dauern, bis die Lebenskapsel es verarbeitet hat. Mhm. Cerberus schickt schwere Truppen her. Wir müssen diese Stellung halten. Wissen wir das? Na, bück dir doch mal. Bück dich. Befehl ich dir. Schwere Truppen. Das sind Luschen. Knall ich schon da drinnen ab. Was ist los? Ach, da ist ja noch jemand. Immer von hinten, ey, geht gar nicht. Jetzt feige. Schlafen. Sieht aus, als hätten wir kurz Zeit, um Luft zu holen. Oder um Vorbereitungen für die nächste Welle zu treffen. Ja, das meint sie doch damit. Hat die Lebenskapsel den Stase-Modus beendet? Ist gleich soweit, Commander. Ach, du hast auch Ahnung davon? Wenn wir irgendwas Besonderes vorbereiten wollen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ich kann die Feinde mit einer Singularität blockieren. Oh, habt ihr besondere Feinde? Ach Gott. Ach, das ist ja Pupsi. Ist er schon schon? Achso, der ist schon umgefallen. Jetzt mit dir. Macht die nicht. Oh, ist der jetzt fertig? Sie können die Lebenskapsel jetzt öffnen. Na endlich, wo noch Zeit. Sie haben es geschafft. Göttin. Er braucht vielleicht eine Weile, um sein Bewusstsein wiederzuerlangen.
vorsichtig, er ist verwirrt. Ja, normal. Es ist wie, als wenn er gerade geboren worden ist. Nicht vergessen, für uns sind es 50.000 Jahre, aber für ihn sind es nur... ein paar Minuten. Negativ. Berechnung zufolge wird der Bunker überrannt. Kapseln online! Diese Soldaten leben noch! Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Zur Lebenskapsel. Die Neutronenreinigung säubert die Anlage. Daraus ein Reich wieder aufbauen. Weitere Änderungen sind erforderlich. Die Neutronenreinigung hat die Anlage beschädigt. Soll heißen? Sensoren außer Betrieb. Automatische Reaktivierung keine Option. Sie bleiben in Stase, bis eine neue Kultur diesen Bunker findet. Möglicherweise reicht die Energie nicht. Keine Kapseln mehr abschalten! Ich brauche alle, die übrig sind. Auf Energiebedarf wird angemessen reagiert werden. Sie werden die Stimme unseres Volkes sein. Ich werde mehr sein als das. Wie viele andere? Nur Sie. Verstehen Sie mich? Ja. Ich habe Ihre Physiologie und Ihr Nervensystem gelesen und kann Ihre Sprache verstehen. Sie haben mich gelesen, während ich Zeugin war. Unsere letzten Momente. Unser Scheitern. Ihr Volk hat sein Möglichstes getan. Es hat nie aufgegeben. Und diese Entschlossenheit könnte ich jetzt brauchen. Shepard, Sie haben gerade das Interesse von Cerberus geweckt. Oh. Asari. Mensch, ich bin von Primitiven umgeben. Hier ist es nicht sicher. Kommen Sie mit uns? Bekämpfen Sie die Reaper? Ja. Dann bin ich gespannt. Ein lebender Proteaner? Korrekt, Admiral. Aber er ist nicht so, wie wir erwartet hatten. Wenn Cerberus die Daten von Tessia hat, muss uns jemand helfen zu ermitteln, was der Katalysator ist. Wenn der Proteaner beim Bau des Geräts helfen kann, brauchen wir seine Kooperation. Verstanden, Admiral. Wir verlieren immer mehr Kolonien. So etwas wie die Reaper-Streitmacht haben wir noch nie gesehen. Er schon, Admiral. Kann er uns helfen? Das werde ich herausfinden. Gut, Cerberus hat uns eine neue Waffe gegeben, die wir nutzen müssen. Hackett, Ende. Shepard, ich brauche Sie im Backbord-Frachtraum. Es geht um unseren neuen Gast. Bin unterwegs. Oh. Was ist das Problem? Shepard, ich wollte den Raum freundlicher gestalten, aber Sie lassen mich nicht zu ihm rein. Verzeihung, Doktor. Kontaktprotokoll bei neuer Spezies. Von Feindseligkeit ist auszugehen. Die Vorschriften waren ganz schön verstaubt. Aber er ist nicht neu. Ich studiere die Proteaner schon mein ganzes Leben. Rühren! Ich glaube nicht, dass unser Gast ein Problem darstellt. Oder? Das kommt auf Sie an. Ich spüre bei Ihnen Wut, einen Verlust, eine kürzliche Niederlage, ein Echo von Verzweiflung. Was meinen Sie mit spüren? Das Leben hinterlässt Spuren, die man lesen kann.
in ihren Zellen, ihrer DNA. Erfahrung ist ein biologischer Marker. Was genau habe ich dann auf Eden Prime erlebt? Das war ein Wahnsinns-Flashback. Die Schlacht hat bei mir etwas hinterlassen, das ich auf Sie übertragen habe. Es funktioniert in beide Richtungen. Wie Ihre Sender? Ja. Die... Fanden Sie einen? Sie sahen alles. Unsere Vernichtung. Unsere Warnungen. Warum haben Sie sich danach nicht auf die Reaper vorbereitet, Mensch? Es heißt Commander. Und Ihre Warnungen waren unverständlich. Der Sender hätte mich fast getötet. Dann kommuniziert dieser Zyklus noch primitiv. Wir haben zusammengesetzt, was ging. Und damit vor 3 Jahren eine Reaper-Invasion gestoppt. Dann wurde die Auslöschung verzögert? Jetzt haben wir Ihre Pläne für den Teagle. Er ist bereits im Bau. Teagle? Die Waffe, an der Ihr Volk gearbeitet hat. Ich hatte gehofft, Sie sagen uns, wie man sie fertigstellt. Wir haben sie nicht fertiggestellt. Es war zu spät. Dann wissen Sie wohl auch nichts über den Katalysator. Nein. Ich war Soldat, kein Wissenschaftler. Ich beherrschte nur das Töten. Was war Ihre Mission? In meinem Volk gab es Avatare vieler Tugenden. Mut, Stärke, Klugheit. Ein Exemplar für jede davon. Wofür stehen Sie? Ich bin die Rache. Ich bin der Zorn eines toten Volkes. Ich verlange Blut für das Blut, das wir verloren haben. Erst wenn der letzte Reaper vernichtet ist, habe ich meine Aufgabe erfüllt. Ich habe keinen anderen Lebenssinn. Wer für mich ist, wird zum Verbündeten. Alle anderen werden zu Opfern. Einverstanden, Commander? Bei unserem Kampf gegen die Reaper war bisher nichts so schablonenhaft. Denn Sie haben die Hoffnung, dass Ihre Ehre bei Kriegsende noch intakt ist. In der Tat. Fragen Sie mal in der Asche einer Billion Seelen die Geister, ob Ehre etwas zählt. Ihr Schweigen reicht als Antwort. Wir haben das bei der Ausgrabungsstätte gefunden. Gehört es Ihnen? Ein Gedächtnistotem. Kann es uns bei dem Teagle helfen? Nein. Es enthält nur Leid. Aber ich kämpfe mit Ihnen. Und das Letzte, was die Reaper vor ihrem Tod hören, wird die letzte Stimme der Proteaner sein, die sie ins Grab schickt. Au! Ist das Spiel stehen geblieben, oder was? Hallo? Ich würde gern noch einige Fragen stellen, wenn ich darf. Jetzt geht's los. Ich habe über 12 Artikel über Ihre Spezies in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht. Amüsant. Die Asari können endlich schreiben. Wie bitte? Schon gut. Was möchten Sie wissen? Alt, Ihre sensorische Fähigkeit. Wir kennen keine andere Spezies mit Ihren sensorischen Fähigkeiten. Erfahrung durch Berührung weiterzugeben, war bei uns ganz normal. Die Chemie des Lebens. Komplexe Ideen konnten in Sekunden mitgeteilt werden. Das klingt ziemlich praktisch. Wir waren Jäger. Die detaillierte Wahrnehmung unserer Umgebung war überlebenswichtig. Langsam beginne ich, die Sender etwas besser zu verstehen. Später haben wir die Technologie entwickelt, Informationen durch Berührung in bestimmten Objekten zu speichern. Das Gedächtnis hat einen eigenen Biomarker, genau wie Wissen und Fähigkeiten.
Die Sender konnten sich das alles merken. Dinge wie die Reaper-Invasion. Ja, ich spüre noch ihre Verwirrung, als sie Zeugin der Vernichtung unseres Reichs wurden. Ihr Sein hat sich an diesem Tag für immer verändert. Können Sie etwas aus diesem Raum herauslesen? Ich spüre Flüssigkeit, eine Art Inkubation. Die DNA eines Kroganers, der hier wohnte, er war stark, gewalttätig. Ich bin beeindruckt. Sein Name war Grunt. Wäre er mein Feind, würde ich einen großen Bogen um ihn machen. In seinen Genen liegt große Stärke. Ach, der ist wunderbar. Ihr werdet beste Kumpels. Proteanische Zivilisation. Liara würde es mir nie verzeihen, wenn ich sie nicht fragen würde. Wie war die Zivilisation der Proteaner? Ja, ich habe mich immer gefragt, was für eine Regierungsform sie hatten. Wie sah ihre Religion aus? Oder vielleicht... Wir sind tot. Welche Rolle spielt das noch? Es tut mir leid. Das Studium ihrer Geschichte hat mich mein Leben lang begleitet. Bei meiner Geburt lag unser Reich bereits im Krieg mit den Reapern. Meine erste Erinnerung ist mein Planet, wie er in Flammen stand. Wie war Ihre Zivilisation vor dem Angriff der Reaper? Wir waren die dominante Spezies unseres Zyklus. Wir beherrschten die Galaxie. Meine Studien haben ergeben, dass Sie damals die einzige raumfahrende Spezies waren. Das kam mir immer seltsam vor. Wir waren ein Reich mit vielen Untertanen, die sich alle irgendwann selbst Proteaner nannten. Und wenn sie das nicht wollten? Sie hatten keine Wahl. Heißt das, sie haben die anderen Spezies versklavt? Jeder konnte sich gegen uns stellen und hätte im Siegesfall geherrscht. Viele haben das versucht, alle erfolglos. Ich wusste nicht, dass Proteaner so hart waren. Es musste sein. Wir stießen früh auf die Gefahren von Maschinenintelligenz. Sie hat gegen uns aufbegehrt. Das Problem hatten wir auch. Bei uns heißen sie Geth. Die Maschinen durften uns nicht überflügeln. Der einzig gangbare Weg schien uns, alles organische Leben in unser Reich einzugliedern. Hat es funktioniert? Eine Zeit lang. Der Metacon-Krieg. Wir waren im Vorteil. Dann kamen die Reaper. Und wir begriffen, dass die Maschinen uns längst überflügelt hatten. Nur ganz anders als erwartet. Interessant, interessant. Ihre Mission... Auf Eden Prime sah es aus, als gäbe es weitere Stase-Kapseln. Was ist geschehen? Das Reich war gefallen. Unser Zyklus verloren. Wir waren die letzten Frontkämpfer, die besten noch lebenden Soldaten. Es hätten also mehr von ihnen diesen Zyklus erleben sollen? Ja. Unter meiner Führung hätte sich ein neues Proteanerreich erhoben. Wir hätten die Völker ihrer Zeit beherrscht und sie auf die nächste Reaper-Invasion vorbereitet. Aber Verräter in unseren Reihen, indoktrinierte Agenten, haben den Reapern unseren Plan mitgeteilt. Ja, dann kennen wir auch irgendwoher was, wenn es funktioniert hätte. Nur so aus Neugier. Wie hätten sie uns beherrscht? Wir hätten ihnen keine Wahl gelassen, als sich uns anzuschließen oder die Reaper allein zu bekämpfen. Wir haben zahlreiche proteanische Ruinen gefunden. Haben sie unsere Vorfahren überwacht? Wir haben vor dem Krieg Spezies mit Potenzial kultiviert und sie hätten irgendwann die Chance bekommen, sich dem Reich anzuschließen. Aber als die Reaper angriffen, haben wir damit aufgehört, in der Hoffnung, sie wären noch zu primitiv, um geerntet zu werden. Nun, dann danke, glaube ich. So, Ihre Mission, der Tigel. Können Sie uns noch etwas über den Tigel sagen? Nur, was wir gehört haben. Es hieß, unsere Wissenschaftler würden eine große Maschine konstruieren, die Reaper besiegen könne. Sie haben sie nie gesehen? Zu dem Zeitpunkt war das Reich bereits zerschlagen. Niemand wusste, was die anderen machten. Wenn wir es nicht bald beenden, ergeht es uns genauso. Aha. Krieg der Proteaner gegen die Reaper? Was können Sie uns über Ihren Krieg gegen die Reaper sagen? Viele Details gingen verloren. Der Konflikt dauerte Jahrhunderte. Die zu Beginn gegen die Reaper gekämpft hatten, waren bei meiner Geburt längst tot. Aber es gab Gedächtnisscherben, die von Soldat zu Soldat weitergegeben wurden und uns Fragmente der Ereignisse zeigten.
Vor einigen Jahren fanden wir auf dem Planeten Ilos eine Proteaner-VI, die sich Vigil nannte. Der Verwalter eines Forschungsprojekts. Zu meiner Zeit war Ilos nur ein Gerücht. Es hieß, wir hätten Städte dort, errichtet auf den Ruinen einer alten Zivilisation, der Inusanon. Falls wir dort wirklich eine Forschungsanlage hatten, war ihr Projekt streng geheim. Ja, Vigil sagte, sie hätten sich aus sämtlichen Aufzeichnungen gelöscht, damit die Reaper sie nicht finden konnten. Und dann gingen die Wissenschaftler in Kryostase. Es gibt noch mehr Überlebende? Nein, aber sie verhinderten, dass die Reaper in diesem Zyklus die Citadel übernahmen und haben die Invasion verzögert. Ich habe die Citadel nie gesehen. Sie fiel lange vor meiner Geburt. Warum haben sie verloren? Warum hat ihr Zyklus den Krieg verloren? Unsere Stärke, unser Reich, wurde zum Risiko. Alle Spezies folgten nur einer Doktrin, einer Strategie. Als die Reaper unsere Schwächen kannten, konnten wir uns nicht mehr anpassen. Die Dienervölker waren uneins und verwirrt. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit. Zum Glück ist das in unserem Zyklus anders. Die meisten Völker kooperieren, bleiben aber individuell. Das könnte ihre einzige Hoffnung sein. Wie hat ihr Volk gegen die Reaper Krieg geführt? Zermürbungstaktik. System für System, Planet für Planet, Stadt für Stadt. Ganze Welten wurden geopfert, nur um die Reaper auszubremsen. Während sie eine Population ernteten, konnten wir uns neu formieren. Konnten sie das langfristig durchhalten? Nein. Unser eigenes Volk wurde indoktriniert, konvertiert und wandte sich gegen uns. Aber wir hatten keine Wahl. Gnade ist keine Waffe, nur eine Schwäche. Warum haben sie verloren? Habe ich jetzt schon gefragt? Nee, ja eigentlich, nee. Habe ich jetzt schon gefragt? Warum hat ihr Zyklus den Krieg verloren? Unsere Stärke, unser Reich, wurde zum Risiko. Alle Spezies folgten nur einer Doktrin, einer Strategie. Als die Reaper unsere Schwächen kannten, konnten wir uns nicht mehr anpassen. Die Dienervölker waren uneins und verwirrt. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit. Zum Glück ist das in unserem Zyklus anders. Die meisten Völker kooperieren, bleiben aber individuell. Das könnte ihre einzige Hoffnung sein. Ja, das war's aber jetzt. Sehr interessant. Danke für dieses Gespräch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Proteaner treffe. Ich empfand es als amüsant. Was? Dass die primitivsten Spezies meiner Zeit jetzt die Galaxie beherrschen. Asari, Menschen, Turianer. Die Salarianer gibt's auch noch. Evolution bei den Echsenwesen? Sie sind Amphibien, soweit ich weiß. Sie haben Fliegen gefressen. Commander, Sie können auf mich zählen. Mein Name ist Javik. Dann willkommen an Bord der Normandy, Javik. Geiler Name, Freund. Schmettern entriegelt. Ja, dann mach's hier bequem. Hier, ja, auf unserem schönen Schiff. Mal gucken, ob ich hier noch was mache. Ansonsten, ja, war's das für heute. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Starly Shepard, Roger and out.